genau sie herkamen, ist ein über die Jahrhunderte verloren gegangenes Geheimnis. Sie waren bekannt für das Praktizieren einer alten Medizinwissenschaft, begründet in der Anwendung natürlicher Medikamente, abgeleitet von sakralen Pflanzen. Etwa 2000 Jahre bevor Kolumbus eine neue Welt auf der anderen Seite des Atlantischen Ozeans entdeckte, fuhren diese Forscher in Richtung Osten in die Ströme des beängstigenden Pazifiks. Höchst geschätzt und verehrt unter den von den Menschen des Altertums erhaltenen sakralen Pflanzen war ein Noni genannter, seltsame Früchte tragender Baum. Hochrespektierte Traditionen aus einer Zeit, noch bevor die Geschichte aufgezeichnet wurde, besagen, dass Noni wegen ihres Nutzens für das Wohlbefinden verwendet wurde. Noni, so hieß es, kann Leiden erleichtern und Menschen nach Schwäche und Schmerzen wiederherstellen. Aber das Geschenk der Alten war mehr als ein Heilmittel, das man in der Not verwendete. Noni, so hieß es, kann das Wohlergehen aller Menschen dadurch unterstützen, dass die Vitalität angeregt und dem Körper geholfen wird, einen Zustand perfekter Gesundheit beizubehalten. Benua, de Benua, de Rai, de Rai, hey, de Atuai. Von diesem unberührten Paradies gehegt, waren sie hier gediehen. Und doch wusste der Rest der Welt nichts von diesen Menschen und ihrem heiligen Noni. Aber dies sollte nicht immer so sein. Tun,